Willkommen hier zu unserem Heim Grand Prix, zu unserer FNs 23, meine Teamkarriere. Natürlich wie immer mit Audi, wir sind in Staffel 2 und auch hier steht heute wieder ein Sprint an. Ich freue mich extrem, denn gerade hier in Spielberg, es ist cool, es ist ein geiles Gefühl und ich glaube auch, das heutige Rennen wird für sehr viele Überraschungen sorgen. Wir fahren wie immer auf Schwierigkeit 94 und natürlich auch mit Selbstschalt- und Traktionskontrolle mit 3DS-Zonen, 4,3 Kilometer und ja, all in all nur 10 Kurven, wobei man eigentlich ja mindestens 2 bis 3 Kurven als Nicht-Kurven sagen könnte. Also ich glaube, all in all hat man, wenn es hochkommt, 8 Kurven. Let's go! Im finalen Run, ich fahre seit kurzem ein kurzes Qualifying, sprich ich habe 2-3 Runs zur Verfügung. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen abbremsen, aber natürlich auch hinter uns ist nicht viel Platz, deswegen ja, werden wir dennoch hier voll reingehen. Wir können hier den Schwung aus der letzten Kurve mitnehmen. Ich weiß, im Zeitrennen wäre die Runde hier gestrichen, aber wir haben nur Regeln nicht auf streng, sondern nur auf ja, normal Karten und so weiter. Jetzt geht's hier mal rauf. Die neue Schikane für die MotoGP im Hintergrund. Drückt da schon jemand an, auch Menzel gut unterwegs auf den vierten Platz. Und wir haben durch diesen leichten Windschatten an dem Vordermann von uns hier Purple im ersten Sektor. Ich glaube auch, dass wir uns gut positioniert haben. Denn gerade da vorne hin könnten wir da durch die ein oder andere Straight Knock ein bisschen Windschatten abbekommen. Das ist, glaube ich, ein Mercedes, oder? Den wir hier, von dem wir uns hier ein bisschen ziehen lassen. Ich weiß, natürlich ist jetzt der DRS-Effekt im Game gerade nicht so hoch. Aber trotzdem, ich glaube, wir könnten hier gut... Chance Amour, da kommen jetzt Keys mit dennoch Purple im zweiten Sektor. Da geht es aber ein bisschen runter mit der Zeit. 2 Zehntel, jetzt 3, da hatten wir einen guten Exit. Ja, 3 Zehntel. Nur die letzten 2 Kurven nicht verkacken. Hier nicht zu weit drüber kommen und auch in der letzten Kurve, da bleiben wir drinnen. Und das könnte eine Beste werden. Es ist Purple, Leute. Die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez, Mansell, Albon, Magnussen, Norris, Stroll, Gasly, Ocon, Joe, Hülkenberg, Oscar Piastri, Bottas, Tsunoda, Doohan, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und wir starten tatsächlich das erste Mal in dieser Season, wenn nicht sogar das erste Mal in unserer Karriere, auf der Pole Position. Let's go, Heim Grand Prix vom ersten Startplatz aus. Und der Start war gut, wir kommen sehr gut weg. Sainz steht da. Sainz kann das einzige ein bisschen mithalten. Der Mercedes ist gestanden. In Turn 1 lassen wir genug Platz und gehen als Erster aus Turn 1 raus. Das wird ein harter Sprint. Aber trotzdem, ich meine, dieses Gefühl, die Pole Position auf dieser Schwierigkeit erfahren zu haben, das ist schon grandios und das sticht links. Sehr übermotivierter George Russell rein. Also ich habe natürlich rechts abgedeckt, wollte dann wieder zurück und dann kommt Russell schon. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich weiß, ich habe zwar den Rückspiegel, aber den benutze ich halt so gut wie nie, weil er ist mir einfach zu mühsam. Jetzt geht's hier runter in den Mittelsektor. Gucken wir mal, was wir da rausholen können. Die Pole wäre schon ein geiler Startplatz. Die zählt ja leider nicht zu unserer Karriere, denn wir haben ja noch dieses veraltete Sprint-Event, das ist jetzt alles neu, man hat ja am Freitag, man hat ja eigentlich 2 Qualifyings mit dem Shootout und so weiter, da freue ich mich auch drauf, wenn das dann endlich im neuen Formel 1 kommt, aber ich rede natürlich noch nicht vom neuen, denn wir haben hier noch nicht mal einen Grand Prix-Sieg und der könnte heute wirklich kommen. In der letzten Kurve kommen wir ein bisschen weit, trotzdem, ja, Russell, der ist nah dran, aber generell, die Top 5, die sind alle knapp, wenn auch nicht im Sekundenfeld, also wenn auch knapp, aber sie sind generell im Sekundenfenster. Und das wird dann schon interessant werden. Da konnte ich noch gerade so, aber jetzt gehen wir mal kurz rein, bevor wir hier, also ja, es gibt keine Wiederholungen. Wir halten die schnellste Rennrunde, aber auch George Russell, der gibt einfach nicht nach. 5 Zehntel Rückstand. Es ist die schnellste Rennrunde, die geht durch. Russell Verstappen, jetzt hat sie Sainz. Und auch der scheint mir heute richtig in guter Verfassung zu sein. Auch wenn er gegen Verstappen und Russell die Plätze verloren hat, glaube ich, könnten wir doch noch auf Sainz zählen, denn er ist ein wirklich stronger Fahrer, gerade auf dieser Strecke auch. Ja, ein bisschen schade für Leclerc, der ist da immer gut gewesen und jetzt auf einmal ruft er dann auf den 5. Platz herum. Natürlich ist das jetzt nicht alles
Aber trotzdem, ich freue mich extrem. Wir können es wirklich schaffen, Leute. Es ist eine schwere Aufgabe und jetzt fallen wir fast. Da kommen wir fast aus dem Sekundenfenster raus. Eigentlich ist meine einzige gute Chance, wo ich nicht überholt werde, nach der Anadekurve am Berg oben, also nach Turn 3. Da können wir wirklich gut rauskommen und ab da habe ich es eigentlich geschafft. Nur das Problem ist halt, wir haben Start und Ziel. Wir haben diese ewig lange Gerade auf diesen Berg hoch. Wenn man die Kurve 2 jetzt nicht mitrechnet, ist das wirklich eine unfassbar lange Distanz. Ich glaube, jetzt könnten wir das erste Mal Glück haben, dass wir keinen Angriff bekommen, dass uns Russell eventuell verschont. Ich weiß, wir haben hier Off-Track-Limits in der vorletzten Kurve. Bitte, mach die jetzt nicht so zum großen Thema. Ich weiß natürlich, dass man die Kurve nicht so fährt. Aber es ist, ich würde sagen, wo kein Kläger, da kein Richter, versteht ihr? Also, wenn es keine Verwarnung im Game gibt, ist es für mich auch keine Verwarnung. Falls ihr wisst, was ich meine. Ja, aber auf der Geraden ist halt generell, jedes Auto mit der ist schneller als wir. Das ist halt, ja klar, hier kommen wir wieder gut raus. Das wirkt vor allem so. Ja, wenn du dann gleich auf 7, 8 Zehntel Vorsprung rauf hüpfst, dann weißt du auch, das kann ja nie im Leben bis zu dieser Kurve hier aufholen. Wir sind in der 5. Runde und es scheint so, als ob wir wirklich heute richtig, richtig Glück hätten. Ich meine natürlich, es gehört auch Skill dazu und das Durchhaltevermögen. Dennoch, es ist wirklich strong, wie unsere Pace hier ist. Das war wirklich im Training schon on point mit dem erstbesten Setup, das ich versucht habe. Bin ich direkt klargekommen, bisschen geändert und ja, so sind wir jetzt, ja. Es ist einfach genial, wirklich, das macht so extrem viel Spaß, endlich mal hier zu siegen. Endlich mal hier, ja, nicht um jede Position fighten zu müssen. Ich meine, wir fighten trotzdem, aber es geht hier um den ersten Platz und jetzt nicht um den 11. oder so, falls ihr da, ja, jetzt eine andere Meinung habt. Wir sind in der 6. Runde und jetzt wird's ernst. Wir konnten Russell hinten halten, auch hier in der 8. Runde ist Russell immer noch im DS-Fenster und jetzt sind alle Top 5 im DS-Fenster, aber dahinter ist nach Perez, also nach dem 6. Platz ist ordentlich abgerissen, da fährt Alone in the irgendwas, fährt da glaube ich, da sollte Norris sein und Albon, wenn ich mich richtig erinnere, dahinter Sainz, nein das ist nicht Sainz, was, das dahinter Leclerc sollte das sein. Warum ist er so weit zurückgefallen? Das wundert mich ehrlich gesagt. Naja, der zweite Alpin auch in den Top 10, wie es mir aussieht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wo ist Nigel? Ah, das ist Nigel, oder? Ja, das ist Nigel hinter dem Haster. Also das ist Nigel sollte dann 11., 12. irgend sowas sein. Wir kommen hier aus dem zweiten Sektor raus, müssen nicht stark abdecken. Also da kommen wir gut raus durch die Rindkurve noch einmal durch. Jetzt durch die letzte Kurve durch, Lenkung aufmachen und da ist die gerette Flagge. Wir sehen sie als Erster und gewinnen unser erstes Irgendwas. Wir gewinnen hier den Sprint und werden auch im Hauptrennen von Pol starten. Yes, Leute, yes, yes, yes. Was für ein geiles Erlebnis. Ich hoffe natürlich, dass das im Rennen so weitergeht. Doch bei so vielen Runden wird das echt schwierig werden. Gucken wir uns die Startbestellung an. Steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Hamilton, Sainz, Leclerc, Perez, Norris, Albon, Magnussen, Mansell, Gasly, Stroll, Hülkenberg, Oscar Piastri, Ocon, Bottas, Joe, Doohan, De Vries, Tsunoda und Logan Sargeant. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Ja, Logan wieder vom letzten Platz, das ist eh klar und jetzt geht's los hier. Unser erster Start von der Pole Position. Der Puls geht in die Höhe, die Spannung steigt und wir kommen nicht so gut weg, als ich mir das Ganze erwartet, aber doch dennoch wesentlich besser als George Russell und innen, ja, da schlägt sich oder da saugt sich jetzt schon mal der Sainz dran auf den dritten Platz und von dem sollte ich mich eigentlich am meisten in Acht nehmen, denn der war auch der Einzige, der mir so im Rennen sehr gefährlich geworden, also im Sprint vorhin sehr gefährlich geworden ist. Ja, mal gucken, es ist ein langes Video heute, 25 Minuten, also da kann noch einiges passieren. Wir haben ja gerade mal nicht mal noch die Hälfte. Und das ist gerade jetzt mal Runde 1 von 25. Ja, das ist
die zweitlängste Distanz, denn ja, ich weiß ja, in Dings in Monaco hatten wir 27 Runden. Und ja, Spielberg ist natürlich was ganz anderes. Macht doch wesentlich mehr Spaß hier zu fahren, denn da kannst du auch was hinterherfahren, da richtig gut dranbleiben. Es gibt 3DS-Zonen, du kannst dich ziehen lassen von deinem Vordermann. Ist jetzt natürlich für den Ersten oder für den, der kein DS bekommt, schwierig. Also für uns, wir sind ein bisschen ja am Arsch, aber trotzdem. Da sind die anderen doch um Welten besser. Jetzt geht's aus der letzten Kurve raus und da ist auch schon die erste Runde vorbei. Jo, mit 2 Zehntel Rückstand drückt er jetzt ordentlich der George Russell an. Ich dachte mir auch, dass wir gerade auf den Straights ein bisschen schneller sind. Er hat nicht mal noch DS, er hat zwar den Windschatten, aber ja, das sollten wir trotzdem besser sein. Ich hatte zwar jetzt nicht den besten Exit aus der letzten Kurve. Ja, das wird trotzdem wahnsinnig schwierig werden, oder? Das wird unfassbar schwierig werden. Purple im Ersten, das ist natürlich klar, denn wir sind ja auch die Ersten, die da vorne wegfahren. Ja, die Spannung steigt auf jeden Fall. Schaffen wir heute tatsächlich unseren ersten Sieg. Es wäre wirklich so schön nach fast, ja, nach eineinhalb Seasons. Hier gucken wir uns den Start noch einmal an. Wir sind das rechte Auto und wir kommen jetzt auch nicht so gut vom Fleck weg. Und ja, da kommt direkt der Mercedes dran. Da konnte ich aber schön abdecken und da hat auch Sainz seine 2 Plätze gut gemacht. Oder sein einen. Also er hat auf jeden Fall 2 überholt, aber wahrscheinlich beim Start hat er einen verloren. Jetzt sind wir in Runde Nummer 2 hinter... Das habe ich online zu, es wäre wirklich so schön nach fast ein... Das wäre schon wieder. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach nur schwierig, die hinten zu halten. Auch die Mercedes, die sind dennoch genauso schnell. Wir sind ja von der Leistung her jetzt mit dem Haas und Alpha irgendwie. Wir haben zwar die Williams, glaube ich, überholt. Aber sind jetzt in der Hackordnung noch immer noch hinter den anderen Teams. Im nächsten Rennen dürfen wir dann auch endlich den Fahrer wechseln. Und ich kann euch versprechen, wir werden Nigel Mansell auf jeden Fall feuern. Das wird fix sein. Und es wird dann auch nach, was für eine Strecke kommt, jetzt Silverstone, wird es dann eine Premiere geben. Das Comeback von Le Castellet. Freue mich mega drauf. Es werden, glaube ich, um die 20 Runden nur werden, obwohl es eigentlich eine echt schnelle Strecke ist. Aber wir wissen ja, es ist extrem lang. Jetzt, da kommen wir wieder besser raus. Das ist sehr gut, denn es gibt ja jetzt schon DS, das ist aktiviert. Und ab hier kann es das auch das erste Mal benutzen. Wir sind in der 5. Runde und jetzt kommt, ja, das erste Mal. Der erste Angriff von George Russell. Da können wir uns aber innen gut positionieren. Und da verliert er den Platz gegen Carlos Sainz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir das lieber ist, als ob jetzt der Russell hinter mir ist. Denn er hat wirklich lang abgewartet und wirklich den besten Moment abgewartet und wir müssen uns jetzt echt gegen einen sehr kampfwütigen Sainz durchsetzen. Der ist, ja, der ist richtig on fire. Der hat Biss, der Junge. Und 11 bis 18, ne? Das bedeutet, wir müssen jetzt noch wirklich länger draußen bleiben mit diesen Reifen. Sind aktuell jetzt eh noch okay, also so um die 15%. Das ist gut für 5 Runden. Wenn ich jetzt das Doppelte rechne, auch mit ein paar Prozent mehr, sind wir circa bei, ja, 40%. Das ist gut und da werden wir auch so, ich würde mal sagen, zwischen 10 und 12 kommen wir irgendwie rein. Mal gucken jetzt, was die anderen machen. Und vor allem, wie das Ganze jetzt hier mit Sainz, Russell, Verstappen und Leclerc weitergehen. Ja, Leclerc hat ein bisschen abreißen lassen. Ja, Leclerc gar nicht aktuell so gut hier bei uns. Jetzt ist da eher Sainz mit Time to Shine und der drückt hier ordentlich an. Guckt euch mal an, wie der angeschossen kommt. Ja, da probiere ich zwar, aber da bin ich viel zu spät dran. Das war sehr, sehr, sehr asozial. Da muss ich jetzt auch zurückstecken. Und da ist jetzt mal vorerst Sainz vorbei. Mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Schaffen wir es hier im Windschatten trotzdem noch vorbeizukommen. Wir gehen hier rechts nicht vorbei, natürlich eher links vorbei. Hier dann außen eine sehr gefährliche Sache hier. Wir wissen ja, ein Red Bull und ein Mercedes kommen hier nicht so sauber durch. Aber wir kommen hier sauber durch, denn hier kannst du nur eine Linie fahren. Und hier haben wir ihn dann den Weg abgeschnitten sozusagen. Das ist jetzt noch Platz 1. Ja, es wird trotzdem ein mega harter Fight bis, ja, zum Ende des ersten Stints, würde ich mal sagen. Ich gehe jetzt nicht mal noch bis zur Ziellinie, denn das ist noch viel, viel, viel zu weit hier, die Distanz. Ich bin auch gespannt, inwiefern sich jetzt das Ganze nach dem ersten Stint durchmischen wird, wo wir landen werden. Wir haben ja theoretisch hier gleich 2 Piloten, die uns jagen. Ich hoffe, jetzt gibt es wenigstens DS für uns und ja, schaut nicht so aus. Nope, das hat auch Sainz perfekt getimt. Jetzt gucken wir uns auch mal die anderen Replays an. Das war jetzt dieses Back-to-Back-Overtake gegen Carlos Sainz. Außen hier an ihm vorbei. Ich würde sagen, wir haben da auch, ja, was die Strecke hergegeben hat, auch Platz gelassen. Und das war jetzt genau dieses Manöver von Sainz. Das war wirklich toll getimed.
und bekommt auch eher Schwäche raus. Und so sieht es dann hier aus. Da zieht Verstappen und Russell direkt mit. Ja, und da ist einer zu voreilig. Russell sehr übermotiviert. Schießt da Verstappen ab. Da gibt es auch mit uns eine kleine Berührung. Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht in Luft auflösen. Und da können wir uns, ja, da können wir den lachenden Dritten machen. Wir holen uns hier Russell und Max zurück. Das ist mal interessant. Danke, Russell. Aber Sainz scheint ja schon mal ein bisschen abgesetzt. In 8. Sekunde sind wir auch draußen. Und ich weiß auch, dass wir so von der Leistung her, wenn wir nicht im DS-Fenster drin sind, ja, wahrscheinlich eher nach hinten durchgereicht werden. Also wir sollten da jetzt diese Lücke abschließen. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher, ob wir das schaffen. 7. Runde ist aktuell und ja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Stint werden und ich glaube auch nicht, dass wir an seinen 10er drankommen. Auch Russell klebt uns jetzt dran. Wir sind aktuell in der 12. Runde und ich habe wirklich den ersten Stint so lange rausgezögert. Jetzt kommen wir leider mit Sainz gleichzeitig rein. Ja, das kann ich jetzt nicht ändern. Oben dieser Bug nervt mich auch, dass da immer irgendwie eine festgebrannte Zahl steht und die nicht mehr runtergeht. Ich habe hier noch ein bisschen gehofft, weil auch Verstappen, weil auch Sainz, Russell reinkommt, dass die da den Sainz ein bisschen blockieren und das war leider nicht der Fall. Guter Stopp. Nein, Nigel kommt auch rein. Ja, ich glaube, wir könnten aber hier näher dran gekommen sein, als wir waren. Es waren ja circa um die 1,9, 2 Sekunden. Also, das wird interessant. Wir kommen vor Leclerc raus. Der war schon ein, zwei Runden vorher drin. Der hat den Undercut gewagt. Der hat Verstappen geholt. Und auch knapp uns. Also, ich würde sagen, wenn wir da ein bisschen langsamer gewesen wären, wäre er auch an uns vorbei gewesen. Ja, und es sind dennoch jetzt wieder 3 Sekunden zu Sainz. Ich glaube auch, dass das nichts mehr wird. Wir sind hier in der 13. Runde, circa Halbzeit. Ja, ein bisschen mehr als Halbzeit. Und ja, hinter uns drückt Leclerc an wie die Hölle. Wir halten noch die schnellste Rennrunde. Und ja, da kann sich auch Sainz irgendwie nicht befreien. Wir bleiben immer in diesen 2,8 Fenster drin. Das ist natürlich ärgerlich, denn wenn du da wirklich immer so knapp dahinter bist, du willst halt näher dran, aber das geht einfach nicht und da müssen wir weit gehen. Das wird auch eine Verwarnung geben vermutlich, obwohl ich hier die richtige Linie fahre. Ich habe mir da einen Vorteil in dem Maßen verschafft. Warum es hier die Verwarnung gibt, ja, ist natürlich jetzt fraglich, aber ja. Hier, dann hänge ich mich direkt in den Windschatten. Das war jetzt in der 7. Runde, bevor das Ganze, genau, dieser Crash jetzt hier zwischen Russell und Verstappen. Da muss Verstappen ganz weit gehen. Also das war wirklich nicht besonders fair von Russell. Der hat ihn da kaum Platz gelassen und ja, da hat er da direkt noch einen Platz fast verloren an dem anderen Ferrari, oder? Ah, der geht sogar vorbei, das ist bitter, das ist echt bitter. Wir sind jetzt hier in der Runde Nummer 19 und jetzt ist Verstappen an uns dran. Es ist so schwierig, es ist wirklich, wo ist Verstappen überhaupt? Ich sehe nur den Ferrari. Also es ist Leclerc, Blödsinn, ich bin der Zweiter. Jetzt ist Leclerc an uns dran. Jetzt habe ich hier mal was versucht, früher zu bremsen, um das DS mitzunehmen und es hat nicht geholfen, denn ich Idiot habe nämlich ganz vergessen, dass es den Detection Point, glaube ich, erst nach Turn 1 gibt. Ich hätte mal unten auf die Minimap gucken sollen, nicht gleich. Früher war dieser Detection Point immer vor der ersten Kurve und jetzt habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht. Leclerc drückt hier an, wir haben noch 5 Runden zu gehen und jetzt sind wir in Runde 21. Auch wieder ein Leclerc, der will unbedingt den zweiten Platz, er will den Doppelsieg für Ferrari. Und jetzt schließe ich auch hier an Max Verstappen mit an. Der will natürlich jetzt auch noch Rache an Russell. Okay, Russell ist jetzt eh abgeschlagen, aber er will auch aufs Podium anscheinend. Und ich hoffe natürlich, dass sich da ein bisschen ein Fight entwickelt, dass wir da aus dem Schneider sind. Es ist die 21. Runde und ich fühle mich hier wie der eine, der gejagt wird. Es sollte natürlich alles Sainz jagen, aber ich bin natürlich jetzt der, auf den das Fadenkreuz drauf ist. Ich habe die ganzen Laser der Sniper auf mir drauf und jetzt muss ich da wirklich hoffen, dass sich das irgendwie, nur irgendwie ausgeht. Guckt euch das mal an, wie Leclerc hier angeschossen kommt. Erste Kurve kommen wir ordentlich raus, na, ein bisschen auf den Sausage Club. Da müssen wir einmal kreuzen, oh, das war sozial, Halleluja. Und da bleiben wir auch rechts, aber da geht jetzt Leclerc und links auch Verstappen vorbei in die obere Kurve. Ja, da können wir uns noch ein bisschen retten. Ja, das waren jetzt nicht die ordentlichsten Moves von mir. Dieses Moving während dem Überholversuch. Ja, einmal lasst die FR durchgehen auf jeden Fall und dann ja, müssen wir uns das Ganze ein bisschen anders einfallen lassen. Jetzt sind wir immerhin mal aus dem Schneider hier. Eine Sekunde knapp draußen. Jetzt wird es interessant, Leute. Ich bin so gehypt. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Und das war genau diese Szene. Da probiert er rechts zu überholen und ich, ja,
Okay, es war jetzt aus dem Auto viel schlimmer, als ich mir das Ganze gedacht habe. Da wollte ich links rüberziehen, aber da war Verstappens Nase schon. Und da konnten wir Gott sei Dank hier die beste Karte draus ziehen. Hätte aber auch anders ausgehen können. Das muss klar sein. Jetzt hier noch einmal, letzter Versuch. Rechts schießt hier Max Verstappen vorbei. Und wir können da kaum mehr was machen. Ich will den Switchback, der reicht noch nicht. ES gibt es für uns. ES sind auch noch ein paar Prozente drauf. Es wird trotzdem unfassbar eng, oder? Mal gucken. Es reicht tatsächlich und ich bin so spät auf der Bremse. Ja, und da kommt der Switchback von Max Verstappen. Dieser Platz, glaube ich, ist verloren. Ich will natürlich immerhin das Podium hier haben. Aber ja, die Reifen sind durch. Natürlich sind die alle noch weiter. Die waren ja ein, zwei Runden teilweise noch vor mir in der Box. Und trotzdem habe ich hier so Probleme zum Schluss. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Wir verlieren auf der Zielgeraden gefühlt. Ja, da kannst du jetzt auch nicht reinstechen, Bro. Wir verlieren auf der Zielgeraden leider den zweiten Platz. Max hat sich durchgesetzt, hat sich da durchgeschlagen. Wir konnten das auch leider nicht kontern. Da war ich ein bisschen zu feierlich mit meinem Bremsmanöver. Gucken wir uns das Podium an, denn wir werden wieder einmal drauf sein. Einmal drauf sein. Das ist wirklich tolle Leistung. Ich freue mich extrem. Das war, glaube ich, auch das Maximum des heutigen Rennens, obwohl wir vom Pole gestartet sind. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Jo Leute, und das ist unser Podium. Wir nehmen all in all das ganze Wochenende 23 Punkte mit. Und ich glaube, das sind mehr Punkte, als wir in den letzten halben Saisonhälfte in der letzten Season genommen haben. Das war natürlich ein mega tolles Rennen heute. Nur ich glaube, das ist eher dem Auto geschuldet, denn wir haben ja wirklich viel auf Topspeed gesetzt und wenig auf Strapazierfähigkeit, viel auf Aero und Topspeed. Und das wird uns dann auf Strecken wie Budapest sehr fehlen. Trotzdem freue ich mich. Menzel wieder nur 19. Der hat hier und hier keine Punkte geholt. Obwohl er im Training und auch am Sprintanfang, im Qualifying, war auch sehr stark. Das ist schwach, Menzel. Das ist wirklich schwach und das enttäuscht mich auch ein bisschen. Denn im Auto steckt mehr drin. Ich kann sagen, ich fahre Schwierigkeit 94 hier und schaff's trotzdem. Ich meine, wo wir am Anfang waren, wo wir jetzt sind. Diese Challenge hier unten finde ich auch interessant, denn wir müssen pro Season 25 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte holen. Ja, Nigel White, wir sind enttäuschend, dennoch würde ich sagen, wir müssen eh noch in Silverstone dran, sein Heimrennen darf er noch fahren und dann wird er vermutlich das, zeitliche der Formel 1 segnen, I'm sorry. Ja, das ist natürlich auch wieder typisch, wir holen einmal ein tolles Wochenende und dann müssen wir uns hier zwischen Max Verstappen und Sergio Perez als Rivalen durchsetzen, das finde ich natürlich echt eine dumme Sache von dem Game. Denn ich habe weder die Chance, mit dem einen noch mit dem anderen mitzuhalten. Ihr habt es gesehen, Verstappen hat mich da easy aufgefressen auf der Geraden. Und das wird auch in Silverstone nicht anders sein, auch in Frankreich. Und auch in Budapest, Belgien. Da male ich mir, obwohl Belgien, da könnten wir wieder eine extrem außerordentliche Leistung bringen, glaube ich. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz_hobby. Unbedingt gerne auch folgen dort, falls ihr noch nicht macht. Auch gerne auf Instagram, it_gaming. Links mir alle in der Bio. Und danke für euren Support. Ich kann es immer nur wieder sagen, abonniert gern kostenlos, falls du es noch nicht hast, falls euch mein Content gefällt, würde ich mich auch gerne über ein Daumen oben freuen und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Wir sehen uns hoffentlich morgen, aber mal wieder ein Breakpoint, bye.